So, Freunde, wir sind jetzt im wunderschönen Newtown. Das ist ein Stadtteil von Sydney. Und wir sind aus einem ganz bestimmten Grund hier. Mit wir meine ich mich und mein Flatmate. Hey, yo. Sag mal, Lukas. Und wir beide gehen jetzt in ein Restaurant. Und warum das so besonders ist, dass man da jetzt ein Video macht, das wollen wir jetzt herausfinden. Ich bin schon ganz aufgeregt. Ne? Bevor es in das besondere Restaurant geht, gucken wir noch einmal in einem ebenso speziellen Laden vorbei. Hier darfst du nämlich deine Tüten, Gläser oder Dosen von zu Hause mitbringen. Oder du nimmst dir eine recycelbare Tüte. So viel abfüllen, wie du möchtest. Nummer drauf und vorne an der Kasse bezahlen. Und eine Menge Verpackungsmüll sparen. So sieht der Supermarkt der Zukunft aus. So, da haben wir ja noch eine Rieke. Meine Freundin heißt auch Rieke. Dennis. Nun sind wir aber endlich im Restaurant angekommen. Warum ist das jetzt so besonders? Sieht doch eigentlich relativ durchschnittlich aus, oder nicht? Ich verrate es euch. Das Besondere an diesem Restaurant ist nämlich, dass es keine festen Preise gibt und nur jeder so viel bezahlt, wie er es für angemessen empfindet. Der Koch darf sich übrigens gewaltig austoben. So beherbergt das Menü zwar nur überschauliche 5 Gerichte, wechselt dafür aber jeden Tag. Besonders cool fanden wir, dass die Mitarbeiter da auf freiwilliger Basis arbeiten. Das alles insgesamt verleiht dem Restaurant einen besonderen Charme. Beim Verlassen des Restaurants gibt es am Ausgang eine Contribution Box, wo du deinen angemessenen Betrag reinwerfen kannst. So, Lukas, wie fandest du das denn? Ich fand es sehr lecker, wirklich. Hat dir auch geschmeckt, du durftest ja auch mal probieren. Ich durfte auch mal probieren, ja, ist auch ganz lecker. Fandest du das Ganze so als Nicht-Vegetarier, eine Vegetarier? Ja, das muss man auch noch dazu sagen übrigens. Er ist ein Vegetarier, also für ihn ist das ja normal. Ich muss sagen, ich habe mich sogar einigermaßen wohlgefühlt. Ja, es war in Ordnung. Ja, also ne, wie gesagt, die verlangen dann schon was in der Contribution. Also wäre ganz cool, wenn man da was reinschmeißt. Eigentlich kann man den Laden auch verlassen, ohne dass man was zahlt. Also manche Schweine machen das natürlich. Backpacker. Ja, wenn ihr eben mega broke seid, dann geht da rein. Dann zahlt vielleicht diesmal nichts, aber wenn ihr dann das nächste Mal wieder gearbeitet habt und dann wieder ein bisschen Knete habt, dann gibt da immer ein bisschen mehr. Ne? Dann nochmal eine andere Frage, jetzt wo wir schon beim Vegetarier-Thema sind. Also, wie hält man das jetzt so aus? Du bist 1,5 Jahre Vegetarier? Ja, ungefähr. Mittlerweile. Wenn du jetzt so, wenn du ja. siehst, so bei Mc's, gehst du mit deinen Kollegen so rein, alle bestellen sich so einen Cheeseburger, wie ist das so? Also ich finde es jetzt sehr, sehr einfach für mich. Ich hatte wirklich das Gefühl, dass es mit der Zeit eher, man gewöhnt sich dran. Also man hat halt jetzt viele Gerichte eben, die auch vegetarisch einem schmecken, ist natürlich, wenn man einfach ein Gericht kocht, das eigentlich dafür gedacht ist, mit Fleisch zu sein, das Ganze ohne Fleisch ist, ist natürlich langweilig. Aber was wir jetzt zum Beispiel heute hatten, sind ja Gerichte, die vegetarisch, vegan konzipiert worden sind. Und das ist dann auch geschmacklich überzeugend. Genau, also wo das dann nicht so ein Abklatsch ist, so von wegen Tofu-Schnitzel oder so, sondern so richtig authentische Veggie-Gerichte, ja. Wo man gar kein Fleisch braucht. Das stimmt. Ich merke gerade schon, es ist so der optimale Drehort hier, so die Bahnstation. Ja, aber merkt man hier auch gleich hier das echte Leben in Sydney. Ja klar, na klar. Wir sitzen hier mittendrin, Freunde. Mittendrin. Ist das bei so einem Grillen, bei so einem schönen Aussie-Barbecue? Na, weiß ich nicht, nur Paprika auf dem Grill liegt. Wie sieht das dann aus? Ich war hier in Australien noch gar nicht grillen. Ich weiß, da friert das Barbecue. Aber für Deutschland komme ich damit wirklich gut klar. Ich bin jetzt ein großer Fan von so gegrillten Maiskolben oder grüner Spargel, müsst ihr mal probieren. Also es kann natürlich auch sein, dass ein bisschen was rausgekattet wird, ne? Weil eigentlich geht es ja nur ums Restaurant. Aber egal. Alles klar, ich hoffe, das war mal ein ganz interessanter Blick. Und wenn ihr sowas öfter mal haben wollt, so ein Tipp einfach, ne, wo man hingehen kann, wo man vielleicht ein Geld sparen kann. Ja, ja, gib dir einfach einen Daumen hoch. Das war das erste und das letzte Video. Hier unten. Ja, Schnauze. Also, alles klar, gut. Dann, wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, haut rein.